Liebe FCS-Familie, wir hoffen, ihr seid alle gesund. In den letzten Tagen haben Wörter wie Corona oder Covid-19 Zeitungen sowie unser Leben dominiert und maßgeblich verändert. Für viele von uns hat sich die berufliche sowie die familiäre Struktur der aktuellen Lage angepasst. Wie lange das noch so geht, ist ungewiss. Wir wünschen euch auf diesem Weg viel Kraft, die außerordentliche Situation erfolgreich zu meistern. Nicht nur Kraft, Ausdauer, sondern auch ein riesiges Dankeschön senden wir an all diejenigen, die sich in den Pflegeberufen, in den Krisenstäben, Militärdienst, im Detailhandel oder in der Nachbarschaftshilfe engagieren und dazu beitragen, dass es doch noch so etwas wie eine Normalität gibt. Natürlich hat die Situation auch Auswirkungen auf unser geliebtes Hobby, den Fußball und Vereinsleben. Die grossen Fußballstadien sind leer, der breite Sport in den Gemeinden steht still. Der Trainings- und Spielbetrieb ist bis mindestens 30. April ausgesetzt. Über das weitere Vorgehen und die Massnahmen nach dem Datum kann nur gespekuliert werden. Sobald wir mehr Informationen darüber haben, werden wir euch informieren. Unser Vereinsleben soll jedoch nicht ganz stillstehen. Da wir alle zurzeit mehr Zeit daheim verbringen, haben wir für all die kreativ sportliche Abwechslung gut tut, die FC Schöpfen Challenge ins Leben gerufen. Mehr Informationen darüber bekommt ihr von euren Trainern. Wir wünschen euch viel Spass damit und eurer Familie nur das Beste. Bleibt daheim und so wird es so möglich, dass wir uns möglichst schnell wieder auf dem Mosmetteli treffen können. Abschöpfen und mit rot-weissen Grüssen euren Vorstand vom FC Schöpfen.